Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement. Ich glaube, das ist mein bislang größtes Geländestück. Ja, willkommen zurück auf unserem Kanal. Mein Name ist Sascha und ich zeige euch heute tatsächlich mein größtes Geländestück. Ich habe es nicht selbst gebaut. Es kommt tatsächlich aus dem 3D-Drucker. Aber trotzdem ist es mein größtes Geländestück. Und wie ich das angemalt habe, das zeige ich euch in diesem Video. Aber bevor wir dazu kommen, will ich erst ein paar Worte noch dazu verlieren. Kurze Werbepause mit Fantasy Inn. Und zwar, es handelt sich um eine 3D-Druckdatei. Ich habe immer mal wieder gesucht nach bestimmten großen Gebäuden, weil ich auch ein Fan von Lost Place-Geschichten bin, von alten Spukhäusern. Und ich habe immer mal geguckt bei meinem Mini-Factory und habe aber immer nicht so das Richtige gefunden. Das waren zwar schon größere Gebäude, aber irgendwie war es noch nicht das Richtige. Bis ich dann auf das Stormcrow Mansion gestoßen bin. Und da hat es mir dann echt die Sprache verschlagen, weil es war alles dabei, was man brauchte. Die komplette Inneneinrichtung, Fenster, Türen, selbst Schablonen für Fensterglas, die später noch hinzukommen. Also es wurde wirklich an alles gedacht und selbst über eine Beleuchtungsgeschichte war hier mit integriert. Man kann hier so kleine Flackerteelichter integrieren. Das ist jetzt nicht so weltbewegend. Ich habe sie auch gerade drinnen. Man sieht das nicht wirklich. Wenn man das Licht ausmacht, ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man so die einzelnen Etagen sich anschaut und dann mit den einzelnen Etagen dann spielt, dann wird man da schon noch ein bisschen was sehen. Ja, ich habe reine Druckzeit, kann ich gar nicht sagen, aber ich habe, glaube ich, über 3 Monate gedruckt mit 5 Druckern. Was ist hier in Filament reingeflossen? Ich glaube, locker 20 Rollen. Also hier stecken locker 20 Kilo Resin drin. Man könnte das Ganze vielleicht mal wiegen, dann wissen wir ungefähr, wie viele Rollen drin stecken. Aber ich glaube, es waren so um die 20 Rollen. Nagelt mich nicht fest, plus minus. Aber es war schon jede Menge Druckzeit, es war jede Menge Filament. Und ja, jetzt werden sich einige wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So, aber warum denn so viel? Wozu brauchst du das eigentlich? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mal. Ich wollte dieses Gebäude einfach nur haben. Ich werde auch noch was zu bauen. Und das ist nur der Auftakt für dieses Gebäude. Denn ich werde hier raus eine komplette Serie, Staffel, wie auch immer machen. Denn wir werden jetzt gemeinsam das Ganze, den Innenraum gestalten. Ich habe es schon mal in einem Livestream mit euch besprochen. Da kamen sehr, sehr coole Ideen. Denn das Ganze ist ja nicht nur außen, sondern es ist auch komplett von innen bespielbar. Ich werde euch gleich nochmal ein paar Bilder einblenden, wie das tatsächlich auch aussieht. Der Innenraum ist natürlich noch nicht gestaltet. Das werde ich jetzt in den nachfolgenden Wochen und Monaten mit euch zusammen machen. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch auf jeden Fall gleich noch. Ja, aber wofür brauche ich es jetzt tatsächlich? Also wirklich brauchen tue ich es eigentlich nicht. Es ist einfach ein richtig geiles Geländestück, was man bespielen kann. Wie bespielt man das Ganze? Ja, von innen. Also von außen würde ich es, glaube ich, jetzt nicht großartig bespielen. Es kommt noch ein bisschen was drumherum. Da wird es noch ein bisschen was zu geben. Also kann man auch sicherlich das ein oder andere Szenario sicher mal draußen spielen. Aber natürlich wird sich der Hauptaugenmerk wird sich auf das Innere verlagern. Dann müssen wir allerdings sämtliche Etagen auslegen, um halt wirklich alle Etagen bespielen zu können. Aber vielleicht braucht man zum Beispiel für ein Szenario auch nur eine Etage. Also was mir vorschwebt, ich möchte unbedingt eine Poltergeistjagd mit Strange Aeons spielen. Das ist machbar mit dem Regelwerk. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Das heißt, dafür werden wir wahrscheinlich diesen Dachboden nutzen. Huch, mehr brauchen wir tatsächlich gar nicht. Also wir werden nur diesen kleinen Teil quasi nutzen. Ich werde da gleich mal reinfilmen. Das ist der Dachboden. Da können wir eine schöne Poltergeistjagd drin spielen. Und was ich mal noch machen wollte, 7TV. Da kann man cool Ghostbusters mitspielen. Die Ghostbusters Minis habe ich auch schon da. Das 7TV-Regelwerk haben wir auch hier. Von daher, das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Plan. Falls ihr Ideen habt zu weiteren Regelwerken oder was man da drin spielen kann, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir noch kurz. Was habe ich eigentlich oder wie funktioniert diese ganze Staffelserie jetzt eigentlich? Ja, warum teile ich das jetzt so auf? Weil es unfassbar viel Arbeit ist. Hier sind bestimmt 20 verschiedene Räume drin. Wir haben erstens mal unten das ganze Kellergeschoss. Dann haben wir erste Etage, zweite Etage, dritte Etage. Dann haben wir den Dachboden. Das sind so viele Räume, die da gestaltet werden müssen, weil ich will das wirklich wie ein Puppenhaus auch gestalten. Ich will es komplett von innen komplett eingerichtet haben. Das Schöne ist an diesem ganzen Gebäude, es ist alles schon vorhanden, was Strukturen angeht. Das heißt, wir haben eine Wandputzstruktur, wir haben Holzstrukturen, wir haben Treppen und so weiter. Das ist alles schon da.
Das muss bemalt werden natürlich. Das ist jetzt noch nicht passiert, weil das echt viel Arbeit ist. Und natürlich müssen die ganzen Möbelstücke rein, es müssen Bilderrahmen, Spiegel, all das, was in so einem Spukhaus einfach auch vorhanden ist, muss da alles mit rein. Das Schöne ist, Bilderrahmen, Spiegel und so weiter, das ist alles mit als 3D-Druckdatei mit diesem Set geliefert worden. Und das heißt, da können wir uns richtig austoben. Und jetzt werden wir da wie folgt rangehen. Das ist jetzt der Rohbau. Hier ist auch noch nichts großartig verwittert, bis auf das Holz so ein bisschen und hier ein bisschen Schmutz und so, ja. Aber hier fehlt natürlich noch jede Menge Grünzeug, Moos und all das, was man so auf Dächern noch und so weiter findet, was vielleicht die Holzwand hochkrabbelt und. Das fehlt natürlich alles noch. Das kommt erst zum Schluss. Auch sämtliche Türen und Fenster sind auch noch nicht integriert. Das heißt, das müssen wir auch alles zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich werde jetzt demnächst mit dem ersten Raum beginnen. Das heißt, ich werde mir einen Raum aussuchen und mit dem werde ich anfangen. Den werde ich komplett in einem Video gestalten. Auch relativ kurz halten das Ganze, vielleicht so maximal 10, 12 Minuten das Video. Kurz erzählen, was habe ich für 3D-Druckdateien verwendet, was habe ich selber gebaut, wie habe ich was angemalt. Und am Ende dieses Videos werde ich zwei Räume euch immer vorgeben. Was machen wir als nächstes? Als nächstes die Küche oder vielleicht das Speisezimmer. Und ihr entscheidet dann quasi über die Kommentarfunktion, was dann als nächstes passieren soll. Und so arbeiten wir uns vor, bis das ganze Haus irgendwann fertig ist. Und wenn das Haus dann endlich fertig ist, dann machen wir die ersten Battle Reports. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir uns vielleicht Etage für Etage hocharbeiten. Oder dass wir vielleicht mal sagen, okay, wir machen heute Dachbodenraum 1. Was wollt ihr nächste Folge? Dachbodenraum 2 oder Dachbodenraum 3? Und dann kann man sich vielleicht die erste Etage schon fertig machen, meinetwegen den Dachboden. Und dann kann man vielleicht danach schon mal die Poltergeistjagd spielen. Das geht natürlich auch, das können wir uns ja so ein bisschen hinlegen, wie wir möchten. Aber das ist auf jeden Fall so der Plan. Ich würde gerne das mit euch zusammen machen, das hat in dem Stream auch schon super funktioniert. Und von daher wäre es cool, wenn wir da alle gemeinsam an dieser Villa dann auch dran arbeiten. So, und wer jetzt das Ganze auch mal nachdrucken möchte und das Ganze selber mal basteln möchte, der guckt jetzt mal in die Videobeschreibung, denn da habe ich euch mal den Link reingepackt, denn dort findet ihr das Stormcrow Mansion. Ihr bekommt dort auch die einzelnen Einrichtungsgegenstände. Also ihr könnt das komplette Set kaufen. Ich habe, glaube ich, damals 49 € oder so bezahlt für die komplette Datei. Da war dann das Kellergeschoss mit dabei, das komplette Haus und sämtliche Inneneinrichtungen und allem Schnippischnappi. Also da war alles dabei für 50 €. Ihr könnt das aber auch alles einzeln kaufen. Und ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, es gibt inzwischen auch schon Stormcrow City. Das war der letzte Kickstarter, das heißt passende Gebäude noch dazu. Auch richtig geile Sachen, schaut euch das unbedingt mal an. So, und jetzt nehme ich euch ein bisschen mit und zeige euch, wie ich das Ganze gemacht habe, wie ich da vorgegangen bin. Es wird heute kein Outro geben, von daher sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Abonniert uns gerne bei Instagram und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann unbedingt abonnieren, damit ihr die nächsten Räume nicht verpassen könnt und unbedingt mit entscheiden könnt, was wir da draus machen. Also, ihr habt auf jeden Fall großen Einfluss darauf und ich werde sicherlich auch das ein oder andere Mal fragen, okay, was machen wir eigentlich mit dem Raum? Vielleicht machen wir das dann auch nochmal in Livestreams, wo wir einfach nochmal so ein bisschen verschiedene Räume festsetzen. Was macht man da eigentlich? Ich habe viele Ideen, ihr habt mir damals schon viele Ideen gegeben und von daher, ich glaube, das wird ein ziemlich geiles Projekt. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Video, bis zum nächsten Mal und tschüss.
hang schon immer stundenlang im Keller. Mama, Fun ist nicht so gut, weil draußen wird schon wieder heller. Trotzdem jeden Abend wieder abgetaucht in fremde Welten. Und ja, wir tauchen immer noch als Männer, nur noch selten. Bowl, Action, Battle Group, Operation Squad. Alter, wir wollen doch nur gammeln, Junge, Hauptsache ist Bock. Also check mal unseren Channel oder komm in unseren Shop. Wir sind völlig anderes Level, aus dem Basement to the top.